Hallo zusammen und willkommen zum Neuzugänge-Video im Februar. Und ihr habt vielleicht auf dem Thumbnail schon gesehen oder im Titel gelesen, dieses Mal gibt es nicht nur Bücher zu sehen, sondern ich hatte auch Geburtstag und habe mir selber auch noch ein paar Kerzen gegönnt. Das heißt, ich werde heute mal ein bisschen weiter ausholen und euch auch noch ein paar andere Sachen zeigen, die ich einfach seit Februar neu habe und ja, gerne mag. Und ich habe wieder Kapitel angelegt, das heißt, sollten euch Kerzen nicht interessieren, Puzzle nicht interessieren, was auch immer, dann überspringt diesen Part gerne und ja, sucht euch das raus, was euch gegebenenfalls interessiert. Es ist doch mehr in diesem Video, als auf dem Thumbnail zu sehen war, weil da waren es nur zwei Bücher, aber ich musste das ja irgendwie auch hochhalten und ich hätte das alles jetzt nicht in die Kamera mit einmal halten können, dann wäre hier gleich alles runtergepurzelt. Also ja, wir haben ein bisschen was vor uns und deswegen starten wir auch gleich. Ich beginne trotzdem wieder, wie immer, mit den Büchern. Genau, dann haben wir das nämlich. Und ja, am besten auch wie immer beginne ich mit den Rezensionsexemplaren. Okay, gerade erst angefangen mit dem Video und ich musste schon unterbrechen, deswegen sieht es jetzt möglicherweise alles ein bisschen anders aus. Ja, aber wir machen weiter. Ich glaube, genau, ich wollte mit dem ersten Rezensionsexemplar beginnen. Und ja, ich habe mich sehr darauf gefreut, weil letztes Jahr habe ich euch nämlich gezeigt, und zwar Minna Melone von Sven Gerhardt und illustriert von Mareike Amasken. Und das hat mir wirklich richtig gut gefallen. Ich verlinke euch wieder die Rezension für dieses Buch. Und hier ging es ja um Minna, eine kleine Ratte, die ja Geschichten erzählt hat, die sie erlebt hat und ein bisschen wie so ein Barde funktioniert hat, also durch die Lande gezogen ist und dort ihre Geschichten erzählt hat. Und ja, von ihren Abenteuern. Und ja, die Zuschauer waren erst ein bisschen skeptisch und wussten auch nicht, ob sie das so richtig glauben sollen, was Minna da erzählt, dass ihr das wirklich passiert sein soll. Aber es war wirklich total niedlich. Die Illustrationen waren total schön. Genau, zur Erinnerung nochmal kurz dieses Bild hier aus dem ersten Band. Und auch, ja, sagen wir mal das hier. Und zwar war das die kleine Zara, ein kleines Eichhörnchen. Das war die erste Zuschauerin bei Minnas Aufführungen und Erzählungen sozusagen. Und der zweite Band ist jetzt rausgekommen. Und es ist ein bisschen ein Spoiler, aber ich hoffe jetzt mal bei Kinderbüchern und ich werde auch nicht zu genau darauf eingehen. Aber wir finden im zweiten Buch wieder dieses kleine Eichhörnchen wieder, und zwar Zara Zylinder, die sagenhafte Reise durch das Jemandsland. Auch eben von Sven Gerhardt mit Illustrationen von Mareike Amasken aus dem CBJ Verlag. Und ist jetzt wirklich ganz, ganz frisch erschienen, im gleichen Stil. Also ihr habt es gerade hier gesehen, gleiches Format. Ist ein bisschen dünner, hat also weniger Seiten, aber wieder mit dem gleichen Illustrationsstil. Und zwar verfolgen wir diesmal eben das kleine Eichhörnchen Zara Zylinder, die eine ähnliche Funktion übernommen hat wie Minna Melone und Geschichten erzählt. Und ist aber scheinbar nicht mehr in diesem Walichwald geblieben, sondern ist durchs Land gezogen, in die Welt hinaus. Und da passieren ihr auch einige Sachen. Mut wird reich belohnt mit neuen Freundschaften und sagenhaften Entdeckungen. Aber es gibt wohl auch ein paar Entscheidungen, die sie nur alleine treffen kann, ob sie ihr Glück findet oder nicht, vielleicht auch, ob sie wieder zurückgeht in den Walichwald oder nicht. Ja, also es wird auch als Vorlesebuch deklariert. Ich würde aber sagen, auch für, nicht direkt für Erstleser, aber für sehr junge Leser. Aber meiner Meinung nach, so wie das aufgemacht ist, eben auch wirklich, auch so für mein Alter. Man setzt da ja vielleicht so ein bisschen aus, ne, dass man als Erwachsener wieder anfängt, sich vielleicht, nicht pauschalisieren, aber so wie ich, für Kinderbücher wieder zu interessieren, und Jugendliche tut es das vielleicht nicht, das ist schon klar. Genau, aber hier werden jetzt auch nochmal die bisherigen Protagonisten gezeigt, also Minna Melone und jetzt Zara Zylinder, werden wahrscheinlich nochmal so ein bisschen als Rückblick
aufs erste Buch gezeigt. Und hier sehen wir nämlich die Bühne, die ich euch gerade aus dem im ersten Teil gezeigt habe. Und die ist jetzt ein bisschen überwuchert, verwildert, weil auf dieser Bühne scheinbar keine Vorstellungen mehr stattfinden. Und Minna Melone kommt zurück dorthin und stellt das fest und ja, will dann erfahren, wo es Zara Zylinder hingetrieben hat. Und genau das erfahren wir dann eben hier in diesem Buch. Ja, also auch wieder mit wunderschönen Illustrationen. Da freue ich mich wirklich, wirklich drauf, weil Minna Melone letztes Jahr ein Highlight war, war ja auch ein Rizzi-Exemplar, aber trotzdem, und deswegen habe ich, als ich gesehen habe, dass dieses Jahr dann auch ein zweiter Band kommt, mich schon wahnsinnig drauf gefreut. Jetzt ist es erschienen und deswegen, ja, durfte das neu einziehen und ich freue mich, das kleine Eichhörnchen wieder zu entdecken, weil Zara war wirklich eine ganz, ganz liebenswerte, ein liebenswerter Charakter, Eichhörnchen, die von Anfang an Minna geglaubt hat und ganz viel auch mit Fantasie und Herz, also ein ganz toller Charakter und ja, für Kinder mit Sicherheit ein gutes Vorbild. Und dann zweites und letztes Rezensionsexemplar für diesen Monat. Und zwar habe ich euch gezeigt, Anfang 2022 habe ich ja den ersten Teil vom Winterhaus gelesen. Jetzt im Januar habe ich den zweiten gelesen und habe euch da schon angedeutet, dass es eben noch einen dritten gibt. Und zwar das Finale dieser Winterhaus-Reihe. Und das wurde mir freundlicherweise eben auch wieder vom Verlag zur Verfügung gestellt. Und diesmal spielt es aber nicht über den Jahreswechsel, sondern über die Osterferien. Das heißt, dass das jetzt eingezogen ist, passt sehr gut. Das Buch kann ich also mir im März oder April vornehmen oder halt eben um die Osterzeit. Aber ich hatte euch ja auch schon angedeutet, also ich gehe jetzt nicht darauf ein und lese euch auch nicht den Klappentext vor von diesem dritten Band. Denn wer 1 und 2 noch lesen möchte, wird hier gnadenlos gespoilert. Deswegen gehe ich hier nicht weiter drauf ein. Aber wir verfolgen wieder Freddy und Elizabeth, genau, also die beiden, sagen wir jetzt einfach mal die beiden Hauptprotagonistinnen, auch wenn sie es eigentlich ist, genau. Und sie befindet sich hier wieder im Winterhaus und ja, ich freue mich auch hier wieder auf die Winterhausstimmung. Und wie ich sehe, sind wir hier vielleicht auch wieder in dem Antiquariat aus dem zweiten Band. Der wurde dort nämlich angedeutet, aber nicht, wir waren nicht so oft dort. Und deswegen könnte das spannend werden, da noch ein bisschen mehr zu erfahren. Ja, hatte auch hier wieder, vorher war das ja immer so der Blick ins Hotel und die Fenster waren ausgestanzt. Hier in dem Fall sind das jetzt diese zwei Durchgänge. Wir können ja mal hier trotzdem den Schutzumschlag wieder abmachen. Ah ja, das ist doch mal interessant, weil hier sind wir nämlich plötzlich draußen in der Winterlandschaft und mit Schutzumschlag haben wir nach draußen geschaut, also vom Winterhaus nach außen. Ja, also hier freue ich mich eben auch wieder drauf und ich habe es ja schon angedeutet, sobald ich den dritten gelesen habe, ebenso um die Osterzeit, werdet ihr eine Reihenvorstellung bekommen und dann werde ich die komplette Reihe verlosen, Band 1 bis 3. Das heißt nämlich, dieser Band hier ist diesen Monat auch zweimal bei mir eingezogen. Der Verlag hat noch ein zweites Exemplar für euch gesponsert. Also freut euch drauf, ihr werdet auch was davon haben. Ja, so und dann würde ich sagen, also ich habe noch neue Bücher, die fallen aber in die Kategorie, habe ich zum Geburtstag bekommen. Deswegen mache ich jetzt noch mit 4 Büchern aus dem Bücherschrank weiter. Ja, die sind alle aus dem Bücherschrank. Das erste, ich glaube, dass das in meinem Buchregal bereits steht. Aber ich war mir nicht sicher, ob ich das als Hardcover oder als Taschenbuch habe. Denn ich habe 2 Bücher, die von der Aufmachung her so ähnlich sind und meiner Meinung nach auch irgendwie der Titel, weil der sehr lang ist, sind so ähnlich, aber ich habe keins von den beiden gelesen, deswegen kann ich sie nicht auseinanderhalten und deswegen war ich mir bei dem jetzt hier nicht sicher, ob ich das als Taschenbuch oder als gebundenes Buch habe
Und ich wollte gern vielleicht das gebundene Buch tatsächlich ersetzen, weil das einfach sehr groß ist und mir wahrscheinlich zu viel Platz wegnimmt. Ja, und deswegen habe ich das, als ich es im Bücherschrank gefunden habe, einfach mal mitgenommen, um zu gucken, dann, welches ich eigentlich zu Hause habe und gegebenenfalls dann wieder zurück in den Schrank zu stellen. Und jetzt habe ich es aber leider nicht gefunden. Ich habe nur das andere Buch gefunden, was so ähnlich aussieht. Und das ist das gebundene. Also kann es sein, dass ich das hier bereits als Taschenbuch da habe und das dann überflüssig war. Da gucke ich mir dann entweder aus, welches den besseren Zustand hat oder, ja, weil das andere habe ich nämlich Gebrauch gekauft. Bla bla bla. Es geht um die unwahrscheinliche Pilgerreise des Harold Fry von Rachel Joyce. Hier diesen Aufkleber würde ich ja normalerweise eigentlich sofort abmachen, aber dadurch, dass ich jetzt nicht weiß, ob ich das behalte oder wieder zurückstelle, weil ich es eben schon habe, lasse ich es mal noch, weil vielleicht interessiert das ja im Bücherschrank jemanden, dass das mal Platz 1 der Spiegel-Bestsellerliste war. Ja. Und zwar, wie gesagt, ich habe es auch noch nicht gelesen, denn es liegt schon länger auf meinem Sub. Das müsste nämlich dann 2021 eingezogen sein. Und in dem Fall würde ich euch tatsächlich gerne den Klappentext vorlesen, weil, so wie das geschrieben ist, finde ich, ja, kommt, glaube ich, die Stimmung des Buchs am besten rüber. Ich werde laufen. Die Wanderung, das ist der Sinn. Eigentlich will Harold Fry nur einen Brief einwerfen an seine frühere Kollegin Queenie Hennessy, die im Sterben liegt. Doch dann läuft er am Briefkasten vorbei und auch am Postamt, aus der Stadt hinaus und immer weiter. 87 Tage, 1000 Kilometer. Zu Fuß von Südengland bis an die schottische Grenze zu Queenies Hospiz. Eine Reise, die er jeden Tag neu beginnen muss. Für Queenie, für seine Frau Maureen, für seinen Sohn David, für sich selbst und für uns alle. Ein ganz außergewöhnlicher und tief berührender Roman über Geheimnisse und besondere Momente und zufälligen Begegnungen, die uns von Grund auf verändern. Ja. Also das klingt wirklich schön, mit Sicherheit berührend und traurig. Ja, also erschienen ist es als Taschenbuch bei 2013 und die Originalausgabe 2012, also ist wirklich schon eine ganze Weile her. Aber deswegen sieht man das auch nicht mehr so oft, aber zum Beispiel im Gebrauchtwarenladen sehe ich eben das und oder das andere Buch. Wie gesagt, die sind sich so ähnlich, also so die Farbgebung auch hier mit so einem mit so einer Strichzeichnung drauf. Und die Typo, also ich bin mir auch gar nicht sicher, ob das nicht auch von Rachel Joyce, dann ist das andere Buch. Ja, deswegen komme ich mit denen immer komplett durcheinander. Ja, aber es klingt immer noch gut, deswegen habe ich es nochmal mitgenommen und ich werde dann einfach nochmal im Schrank jetzt suchen müssen, ja, ob ich das schon habe oder nicht. Aber der Vollständigkeit halber und für die Rache des Sub und so weiter sollte das dann nochmal vorkommen, wollte ich es euch nochmal zeigen. Dann das nächste, also das war vom Zustand her auch eigentlich völlig okay, mal abgesehen davon, dass die Seiten, also hier, das ist schon sehr gelb, beziehungsweise eigentlich ist es nicht gelb, sondern so Aprikot schon fast, oder Eierschale, aber das ist ja nicht so schlimm und ansonsten hier ist ein bisschen ein paar Leserillen, aber eigentlich an sich okay. Das nächste sieht nicht mehr ganz so toll aus, war auch damals wohl schon ein Mängelexemplar, aber ist nicht so schlimm. Und zwar Anne Rice, die Königin der Verdammten. Und zwar ist das der dritte Teil der Reihe Chronik der Vampire. Das erste ist ja Interview mit einem Vampir und das ist jetzt hier der dritte. Und ich habe neulich in der Rache schon gesagt, da kam nämlich Interview mit einem Vampir vor, dass ich das gerne lesen würde, denn ich kenne nur die Filme. Mich interessiert es aber total. Und aus der aus dieser Chronik der Vampire-Reihe habe ich Mem noch der Teufel gelesen. Das aber so wirklich für sich steht, weil da keiner der Charaktere vorkam, die zum Beispiel ein Interview mit einem Vampir eine Rolle spielten. Aber hier in Die Königin der Verdammten, das wurde ja mit Elia damals auch verfilmt, also ist wirklich schon ein älterer Film, habe ich auch schon ewig nicht mehr gesehen, deswegen weiß ich da auch nicht mehr so viel von und da war ich auch noch sehr jung. Ja, und hier geht es nämlich wieder um Lestat aus Interview mit einem Vampir. Und zwar war Lestat ja schon als Mensch eher so ein bisschen rebellisch und wollte sich sozusagen nichts sagen lassen und ist dann zum Vampir geworden, unter anderem natürlich auch durch seinen Ungehorsam. Aber auch als Vampir hält er sich ungern an Regeln und zieht somit auch die Wut und
andere Vampire sozusagen auf sich, die ihn beseitigen wollen, die ihn umbringen wollen. Und er ist, obwohl er selbst ein Vampir ist, möchte er trotzdem unbedingt, er sehnt sich halt immer eigentlich nach Liebe, auch nach Liebe von Menschen, was natürlich zum Scheitern verurteilt ist. Ja, und er muss sich aber dann halt irgendwann mal, oder er muss sich dann halt immer wieder entscheiden, was er jetzt ist, ob er jetzt ein Menschenfreund ist oder ob er nun mal die Bestie ist, die sich nicht an Regeln halten möchte. Und jedenfalls, diese anderen Vampire jagen ihn unter anderem auch, weil er halt auch eine Gefahr dafür darstellt, dass sie zum Beispiel entdeckt werden, enttarnt werden. Und die Königin der verdammten Akasha lag wohl in einem jahrelangen Todesschlaf und ist aber fasziniert von Lestat und seiner Persönlichkeit und erwacht dann wohl irgendwie, um ihn zu beschützen vor diesen anderen Vampiren. Und er kann dann sozusagen, lernt auch nochmal eine ganz andere Art und Weise kennen, dieses untote Leben zu führen und zu genießen. Verliebt sich, glaube ich, in sie und eben in die Art, wie sie so gelebt hat. Ja, also das ist das, was der Klappentext so sagt. Wie gesagt, vom Film weiß ich nicht mehr viel. Ich hätte jetzt richtig Lust auf den Film, aber wenn ich den gucke, genauso wie Interview mit einem Vampir, dann lese ich es ja wieder nicht. Und ich möchte aber Anne Rice gerne nochmal lesen, denn ich möchte auch unbedingt Memnoch, der Teufel, nochmal lesen. Denn das habe ich nämlich, ich weiß, dass mir das sehr gut gefallen hat, aber das habe ich wirklich als Jugendliche gelesen. Und ich wüsste gern, ob mich das immer noch begeistert oder ob mir das vielleicht mittlerweile so ein bisschen zu schnulzig ist oder so. Weil früher war das auf jeden Fall ein bisschen härtere Kost, aber jetzt ist man ja doch schon ein bisschen abgestumpfter, weil man schon so... Ja, also auch in den Medien, ne? So wie als man Game of Thrones das erste Mal gesehen hat, dachte man so, huah! Und jetzt ist es eigentlich schon wieder so, ja, also es braucht auch mal mehr Schocker, ne? Um was Besonderes zu sein, leider. Deswegen würde mich interessieren, wie gut die gealtert sind oder nicht. Deswegen, und es war im Bücherschrank, also ich konnte nicht widerstehen. Denn ich habe aus dieser Reihe Chroniken der Vampire im Gebrauchtwarenladen jetzt auch immer eins gesehen, aber das war, glaube ich, noch dicker als das hier. Und das habe ich immer stehen lassen. Na? Weil ich dachte, nee, lies doch erst ein Interview mit einem Vampir und so. Aber das war jetzt im Bücherschrank und da konnte ich nicht widerstehen. Ja. Weiter Bücherschrank, und zwar Halloween von Stuart Onen aus dem Rowohlt Verlag. Davon hatte ich noch nicht gehört. Es gibt noch andere Titel, die auch einfach nur Halloween heißen. Aber das ist, was heißt ein anderes? Ich weiß ja nicht, an was ihr denkt, wenn ihr den Titel hört. Aber zumindest ein anderes als das, was ich vor Augen hatte. Und hier geht es um Jugendliche, eine Gruppe Jugendlicher, die an Halloween damals Party gemacht haben und sehr, sehr schnell im Auto unterwegs waren. Wie ist es hier? Eine rasende Tour über den Highway, die Smashing Pumpkins, laut aus den Boxen, ein Joint, hinter ihnen ein Polizeiwagen mit heulender Sirene. Eine scharfe Kurve, ein Baum, nun sehen sie, ja, und dann passiert ein Unfall. Und es waren wohl mehrere Jugendliche in diesem Auto und drei davon sind ums Leben gekommen. Und jetzt, ein Jahr später, kehren drei dieser toten Teenager zurück als Geister und schauen nach den Jugendlichen, die diesen Unfall überlebt haben. Und stellen fest, dass, ich glaube, Kyle und Tim, es müssten zwei sein, also waren wahrscheinlich fünf im Auto, äußerlich, also ja, sie haben auf jeden Fall Schäden davongetragen, der eine, glaube ich, körperlich, der andere auf jeden Fall psychisch. Und sie verfolgen dann diese anderen beiden ehemaligen oder diese Freunde und ja, halten sie vielleicht davon ab, Blödsinn zu machen oder ja. Also das klingt auf jeden Fall gut. Klingt wie so eine Coming-of-Age-Geschichte, nur dass drei davon halt nicht mehr out of age kommen, weil sie tot sind und die anderen sich sehr schwer tun und zusätzlich zu ihren normalen jugendlichen Problemen eben auch noch mit dieser traumatischen Erfahrung dieses Unfalls leben müssen und dass sie eben ihre Freunde dabei verloren haben. Und ja, also da... Das werde ich mir... Also ich weiß nicht, das musste man natürlich jetzt nicht bis Halloween warten, aber irgendwie...
macht schon mehr Spaß, ne? Deswegen ist jetzt zwar nicht das einzige Buch, das ich da habe, was so gegen Halloween gelesen werden sollte, aber werde ich mir trotzdem mal dafür aufheben. Hat um die 250 Seiten. Ja. Sieht unterm Schutzumschlag auch sehr schön aus. Also ähnlich, aber einfach ja, wie ein Halloween-Kürbis bei Nacht, ohne dass man den Kürbis sieht. Also sehr cool. Gefällt mir gut. Hier ist so ein Ditcher von zwar drauf, weil es ja gebraucht, aber ansonsten sieht es nämlich sehr gut aus. Das ist immer das Gute an so an gebundenen Büchern, gebraucht. Die sehen ja oft trotzdem noch sehr, sehr gut aus. Ja, und das ist auch wirklich, finde ich, ein sehr schönes Buch, optisch. Ja, bin ich gespannt. Und dann das letzte aus dem Bücherschrank habe ich, ich habe es mitgenommen für meinen Mann eigentlich, der nicht liest, aber ich hatte immer die Hoffnung, dass ich vielleicht halt einfach thematisch mal was finde, was ihn interessiert, sodass er es vielleicht dann doch macht. Und wir haben am Anfang auch sehr viel True Crime Podcast zusammengehört und ich kannte diesen Fall aus dem Zeitverbrechen Podcast, würde ich sagen. Das ist halt das, was wir am Anfang vor allem gehört haben. Er konnte sich jetzt dann nicht mehr so daran erinnern und er war jetzt auch semi-begeistert und meinte, Entführungsfälle interessieren ihn auch anhand von Podcasts nicht mehr so. Okay, also wird er es wahrscheinlich nicht lesen, aber ich hatte es auch schon mal auf der Want-to-Read-Liste. Von daher, da ich es dann jetzt so gefunden habe, auch in dem super Zustand, habe ich es mitgenommen. Und zwar, wir sind dann wohl die Angehörigen von Johann Scherer. Und ja, wie gesagt, das ist anhand einer wahren Geschichte. Und zwar hat sich 1996 ein Entführungsfall ereignet, der 33 Tage um Ostern herum stattgefunden hat. Und zwar wurde Jan Philipp Remtzmar entführt, der ja wohlhabender war und seine Familie wurde erpresst. Sie konnten sich aber die ganze Zeit nicht sicher sein, oder es hat erstmal eine ganze Weile, glaube ich, auch gedauert, bis überhaupt die Lösegeldforderungen eingegangen sind, glaube ich. Und sie waren sich nie sicher, ob der Vater eigentlich überhaupt noch lebt. Es sollte auch zwei Geldübergaben stattfinden, die gescheitert sind. Ja, und das war eben sehr, sehr nervenaufreibend. Und hier, dieses Buch wird erzählt aus der Sicht des Sohnes. Also Johann Scherer ist der Sohn des entführten Opfers. Und er erzählt, wie er als Sohn und seine Familie aus ihrer Perspektive diese Entführung miterlebt haben. Also mit der Angst und Unwissenheit um den Vater, mit dem ganzen Medienrummel, die Zusammenarbeit mit der Polizei und so weiter. Und ich glaube schon, dass das sehr, sehr spannend ist. Ich hatte das auch, ich glaube, die Ruth von Zwischentausend Zeilen hat das auch mal in einem mal erwähnt. Und da kam mir das nämlich schon bekannt vor. Oder war es auch Melanie von, wie heißt sie mittlerweile? Melanie liest? Nee, das ist anders mittlerweile. Das ist jemand anders. Ich verlinke gegebenenfalls, wen ich meine. Jedenfalls, die haben gesagt, dass sie das sehr gut fanden. Und ich konnte mich dann erinnern, dass ich da mal eine Podcast-Folge zu gehört hatte. Und dann wusste ich, dass es dazu ein Buch gibt. Und jetzt, als ich es im Bücherschrank gesehen habe, konnte ich das wieder zuordnen. Genau, deswegen ja, habe ich auch das mitgenommen und einziehen lassen. Ich weiß, dass das jetzt nicht in den nächsten zwei Monaten gelesen wird. Sollte es zu lange hier rumstehen, dann werde ich es wieder dem Bücherschrank überführen. Aber erstmal konnte ich es dort leider nicht zurücklassen. Genau. Das waren jetzt also auch noch die Bücherschrankfunde. Und jetzt kommen noch 2 bis 3 Bücher, die ich zum Geburtstag geschenkt bekommen habe. Februar ist Geburtstagsmonat und ich habe diesmal relativ wenig Bücher geschenkt bekommen. Ja, ist okay. Ich habe andere schöne Sachen bekommen. Oder eben Geld, um mir selber welche zu kaufen. Denn ich habe auch gedacht, ich könnte euch noch mehr zeigen, weil ich vorhatte, mir von meinem Geburtstagsgeld
noch Bücher zu kaufen, denn ich habe wirklich überlegt, bei Chest of Fandoms das erste Mal jetzt Bücher zu bestellen mit Buchschnitt und so weiter. Aber ich bin mir noch nicht so hundertprozentig sicher, welche und wie viel Versand da dazu kommt, weil der scheint das Ganze so ein bisschen, das scheint so ein bisschen der Knackpunkt zu sein, denn die Bücher sind ungefähr genauso teuer wie die ohne Special Edition, aber der Versand. Und da muss ich mir jetzt dann überlegen, ob es mir das wert ist. Deswegen habe ich nämlich auch sehr viele Leseproben im Februar gelesen und im Januar, um mich da zu entscheiden, was ich da möchte. Und das war teilweise so viel, dass ich eigentlich ein ganzes Buch hätte lesen können, statt dieser Leseproben. So, aber was ich wusste, was ich ganz sicher haben möchte und jetzt von Freunden geschenkt bekommen habe, ist der dritte Teil der Winternacht-Trilogie. Ich habe euch den zweiten im Dezember gezeigt, dass ich ihn dort gekauft habe, mir selber, um anschließen zu können. Tatsächlich schaffe ich das erst jetzt, damit zu beginnen mit dem zweiten Teil. Aber ich weiß ja, dass ich es trotzdem unbedingt möchte. Und deswegen habe ich mir eben auch gleich den dritten gewünscht. Das ist auch wirklich vom Umfang her der dickste aller der drei Teile. Und ich hoffe, dass ich das jetzt noch Anfang des Jahres schaffe und nicht bis zum nächsten Winter warten muss. Kommt jetzt, glaube ich, ein bisschen darauf an, wie sehr mich der zweite Teil wieder catcht. Wenn mir der genauso gut gefällt wie der erste, dann ja, hoffe ich, dass ich den dritten jetzt auch noch bald lesen kann. Aber dass ich ihn überhaupt lesen will, das ist eigentlich relativ klar. Deswegen durfte der einziehen, optisch ähnlich wie die anderen. Ich gehe jetzt nicht nochmal darauf ein, worum es geht, weil es ist ja der dritte Teil und ich möchte auch keinen Klappentext lesen und so, bevor ich nicht den zweiten jetzt gelesen habe. Aber grundsätzlich, ja, ist es ja eine Adaption des russischen Märchens Väterchen Frost und Kombination anderer Fabel- und Märchenwesen aus dieser russischen Sagenwelt. Spielt auch in diesem Setting, ist sehr, sehr kalt. Ja, deswegen sollte das auch noch jetzt in den Winter, was heißt in den Wintermonaten gelesen werden. Jetzt ist ja, wenn ich jetzt hier gerade drehe, ist Ende Februar. Ja, aber gestern hat es geschneit. Also, hey, noch passt's. Deswegen muss ich mich daran halten. Genau, also das kostet nämlich mittlerweile, ah ja, 17 Euro. Ich hätte es gedacht, 18, aber 17 Euro. Ah ja, genau, und hier seht ihr die anderen Teile. Nochmal der Vollständigkeit halber. Also das, da habe ich schon rezensiert, kann ich euch gerne verlinken, den ersten Teil. Der ist der zweite, den lese ich dann jetzt und den So, und dann, da habe ich nämlich auch im Januar schon Leseproben gelesen, denn dieses Buch habe ich schon länger auf der, nicht auf der Wunschliste, aber auf der Want-to-Read interessiert mich Liste, behalte ich mal im Auge. Und als ich dann im Januar aber mal wieder im Buchladen war, habe ich gesehen, also mir hat das Cover sowieso schon gut gefallen, aber als ich es dann live gesehen habe, dachte ich, boah, sind die schön. Die hätte ich schon gerne in meinem Regal stehen, aber hoffentlich passt auch der Inhalt wirklich gut zu mir. Und deswegen habe ich die Leseprobe gelesen. Und die hat mir sehr gut gefallen. Deswegen habe ich mir dann von meiner Mama die beiden Bücher gewünscht. Ich nenne sie jetzt mal Dilogie, aber es ist wohl, also sie sind sich wohl nicht so ganz sicher, ob es wirklich bei den zwei Büchern bleiben wird. Dadurch, dass der letzte aber es schon eine Weile her ist, seit der zweite erschienen ist und seitdem sozusagen nichts folgte, geht man ein bisschen davon aus, dass es nur bei diesen zwei Büchern bleibt. Ich glaube 2020. Komisch, irgendwie stand das jetzt hier vorne gar nicht. Nee, also die Originalausgabe des zweiten Bandes ist von 2020. Ja, deswegen gehen sie wohl davon aus, dass nichts mehr kommt, aber es wurde wohl auch nirgendwo offiziell als Dilogie bezeichnet. Egal. Und zwar ist das die Reihe Stadt ohne Wind. Das hier ist der erste, Arkas Reise. Da habe ich sozusagen reingelesen und ist das nicht hübsch? Also ich mag eigentlich es nicht so gerne, wenn, ich habe jetzt wieder vergessen, wie es heißt, aber quasi Hardcover ohne Schutzumschlag, wo einfach das Cover als solches gestaltet ist. Gefällt mir oft nicht ganz so gut. Aber das da ist wirklich schön. Also es ist auch veredelt hier mit leichten Goldakzenten. Ich habe das Gefühl, dass das in der Kamera einfach nicht so gut rüberkommt.
Also wirklich sehr, sehr hübsch und der Inhalt, zumindest der Leseprobe, hat mir auch sehr gut gefallen. Und also da hätte ich einfach auch gerne weitergelesen in dem Moment. Ja, und die sehen halt auch wirklich, also es wirkt jetzt vielleicht unspektakulär, ne? Aber wenn man die so richtig sieht und auch im Buchladen, im Regal, sahen die halt auch echt schön aus. Also auch allein der Buchrücken, auch wenn das nur Typo ist und ein paar Goldakzente, aber ich finde, die machen trotzdem was her. Und wenn dann der Inhalt auch noch passt, ja, umso besser. Und das hier ist dann der zweite, das Mädchen des Waldes. Da lese ich jetzt auch keinen Klappentext, aber auch super schön. Hier mit den, da sind dann die Blätter mit Goldfolie. Ja, und das hatte ich zum Beispiel erst gar nicht gesehen hier unten. Also das soll sozusagen so ein bisschen der Schatten von diesen Bäumen sein hier. Und das spiegelt eben diese Stadt ohne Wind scheinbar wieder. Das sind diese Kuppeln hier. Ja, also wirklich, wirklich hübsche Schätzchen. Worum geht es denn eigentlich? Und zwar ist es wohl so, dass die Magie in der Welt mehr oder weniger verschwunden ist oder vielleicht sogar verboten. Also das kam jetzt in der Leseprobe nämlich noch nicht so ganz rüber. Aber es gibt eine Stadt auf einem Hügel mit einer Kuppel, in der das noch, diese Magie noch praktiziert wird oder eben das erlaubt ist. Und dort wird das wohl zum Teil auch gelehrt und man muss so bestimmte Prüfungen ablegen, damit man das kann und gegebenenfalls auch selber unterrichten kann. Ja, und die Leseprobe beginnt nämlich auch aus der Sicht von zwei Personen. Einmal einem jungen Mann, der gerade seine Abschlussprüfung hinter sich gebracht hat in dieser Stadt, und sein Professor, sein Mentor wurde umgebracht und man weiß natürlich nicht, wer es ist, und es bedarf einer Nachfolge für eben diesen, und er hat die Chance, diese Nachfolge anzutreten. Und dann begleiten wir noch Ara, eben diese hier. Das war bloß ein ganz kurzer Ausschnitt auch mit ihr, deswegen kann ich zu ihr sogar noch momentan weniger sagen, obwohl sie diejenige ist, die anhand des Klappentextes und so eigentlich die Hauptprotagonistin ist. Denn sie ist auf der Suche nach ihrem Vater und ist eine junge Kriegerin und kommt in diese Stadt Hyperborea, genau so heißt diese Stadt. Aber sie hat ihren Vater eben vorher noch nie gesehen, deswegen weiß sie auch nicht eigentlich so richtig, wie sie ihn finden soll in dieser Stadt. Und ja, dieser junge Magier, und zwar Lastyanax, da hatte ich echt ein bisschen Probleme auch mit dem Namen dort, wird dann so ein bisschen zu ihrem Verbündeten. Und sie haben dann diese gemeinsame Mission, und zwar er will eben den Mörder fassen, der seinen Mentor umgebracht hat. Und der Hyperborea auch in Angst und Schrecken versetzen will. Und Araka will eben ihren Vater finden. Ja, ich habe dazu auch noch zwei andere Rezensionen gehört, die mich sehr angesprochen haben, auch inhaltlich von dem, was ich da so gehört habe. Deswegen bin ich da sehr zuversichtlich und freue mich da drauf. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das auch eher eine Winterlektüre ist. Also es fühlte sich auch so ein bisschen frostig an. Das würde ich jetzt wahrscheinlich nicht mehr schaffen. Aber dadurch, dass ich ja da schon mal reingelesen habe, würde ich halt so gern weiterlesen. Ne? Das ist immer so der Struggle, wenn man zu viel Auswahl hat und ich mir mit Leseproben manchmal so schwer tue. Weil wenn mich dann was catcht, dann will ich da ja weiterlesen. Und dann habe ich aber vielleicht keine Zeit dafür. Schlecht. Ja. So, Freunde. Das waren die Bücher. Jetzt kommen wir zu anderen Geburtstagsgeschenken. Ich zeige euch mal noch ein Büchergoodie, das ich von meiner Schwester bekommen habe. Und zwar ist das so ein Buchseitenhalter. Wie sagt man offiziell? I don't know. Keine Ahnung. Also hier so eins Gerät, damit man quasi nicht nur hier den Finger in das Buch halten muss, sondern mit dem Teil diese Buchseiten weiter aufklappen kann.
Habe ich schon öfters jetzt mal irgendwo gesehen und hat mich auch interessiert, ob das irgendwie Sinn macht. Und das ist schon tatsächlich, wenn man es nur mit einer Hand halten mag, hat man so, kann man die Bücher sehr viel weiter aufspannen. Würde ich aber fast auch nur bei Hardcovern machen, denn bei Taschenbüchern versuche ich ja auch, die nicht ganz so weit aufzuklappen. Und ich lese aktuell ja sehr oft nur mit einer Hand, weil ich ja fast nur Bücher lese, während mein Kind auf mir schläft. Aber umblättern und so ist dann ja auch so ein bisschen schwieriger und auch so ein bisschen das Handling. Deswegen bin ich damit jetzt noch nicht so ganz so gut klargekommen. Aber es kommen auch wieder andere Zeiten und dann ist das vielleicht noch ein bisschen praktischer als jetzt gerade. Dann habe ich von einer sehr guten Freundin das hier bekommen. Und zwar ist das von ein gute, ach, wie heißt die Firma? Ein guter Verlag. Und, ach ja, genau, ein guter Plan ist eigentlich deren erstes Produkt gewesen, mit dem sie so bekannt geworden sind, also Kalender. Die haben Kalender gemacht mit so Selbstoptimierungs-Prompts drin, also dass man innerhalb der Organisation und der Woche und des Monats auch immer so reflektierende Fragen drin hatte, wie war mein Monat, was will ich für den nächsten Monat erreichen, was kann ich besser machen, was war gut, was war schlecht. Also nicht nur einfach seine Termine und so runterzuschreiben, sondern auch so ein bisschen Selbstoptimierung, Findung, Achtsamkeit zu üben. Ich habe letztes Jahr von ihr zum Geburtstag so ein Achtsamkeitstagebuch bekommen, das ich nicht benutzt habe. Noch nicht. Aber sie hat es nochmal versucht und diesmal hoffe ich sehr, dass ich da ein bisschen eher zugreifen werde. Und zwar, also ihr seht auch, das ist ein sehr handliches Format und sehr, sehr schön mit dem Leinen. Einband. Und zwar ist es ein Buch mit 100 Fragen zur Selbstreflexion für Eltern. Für intensive Selbstreflexion, verstehe deine Elternrolle besser, mehr Verständnis, eigene Denkmuster und Glaubenssätze zu erkennen, für eine engere Beziehung zu seinem Kind, 100 Fragen zur eigenen Kindheit und meinem Erziehungsverhalten, und ist nachhaltig produziert worden. Und das finde ich wirklich nicht schlecht. Also hier ist das ist auch sehr minimalistisch aufgemacht. Das heißt, da gibt es auch ein bisschen Gestaltungsfreiraum. Und es gibt immer eine Frage, wie zum Beispiel hier, was ist gerade wichtig für euch, um sich einfach so ein bisschen mal damit auseinanderzusetzen, auch was für Eltern oder was für ein Erziehungsteil, was für ein Eltern möchte ich sein? Ihr wisst schon, also Einzahl von Eltern. Was für eine Mutter möchte ich sein? Und was möchte ich in meiner Erziehung eigentlich anwenden? Weil es ist ja einfach so, auch wenn man Eltern wird, man kriegt ja kein Buch in die Hand gedrückt, das einem sagt, genau so bist du jetzt eine gute Mutter, und das ist ja auch sehr unterschiedlich. Also da gibt es ja keine feste Definition von, wie musst du sein, damit du gut bist für dein Kind, sondern was sind die Werte, die ich anwenden will. Will ich streng sein? Will ich sehr laissez-faire sein? So, und das muss man sich, und das ist so, man macht spontan oft das Beste aus der Situation, oder man hofft es zumindest, aber man legt sich ja jetzt man schreibt sich ja nie einen Plan runter, was will ich, wie will ich sein, was will ich meinem Kind alles mitgeben. Man hat es so im Gefühl und man hofft, dass man das dann anwendet, aber man hat sich das ja nicht, kein Konzept gemacht. Also manche machen das vielleicht, aber selten, würde ich mal behaupten. So, und dann hier gibt es zum Beispiel, hattest du in deiner Kindheit und Jugend bestimmte Interessen? Wenn ja, welche? Und dass man auch manchmal vielleicht einfach zurückblickt, so ja, mich hat das und das interessiert, aber irgendwie habe ich das nicht weiter verfolgt, schade eigentlich. Und dadurch merkt man vielleicht, ich sollte, wenn mein Kind bestimmte Interessen zeigt, darauf eingehen, es vielleicht mehr fördern, diese Interessen auszuleben, mehr Möglichkeiten bieten oder in dem Moment mir einfach mal bewusst machen, was sind denn Interessen, die mein Kind vielleicht hat. Klar, ist jetzt gerade noch ein bisschen schwierig mit dem kleinen Mann, aber das ist ja nichts, das man einmal macht und dann ist es fertig, sondern man kann das immer irgendwie anwenden, ne?
was ist deine erzieherische Stärke? Und so kann man sich einfach selber ein bisschen reflektieren und mal Gedanken darüber machen, also konkretere Gedanken, was ich in meiner Erziehung so, die Erziehung meines Kindes integrieren möchte, worüber ich vielleicht noch nicht nachgedacht habe. Ja, also sehr, sehr schöne Idee gewesen, habe ich mich sehr gefreut. Ja, und zähle ich jetzt mal als halbbuchiges Geschenk sozusagen. Und von der gleichen Freundin habe ich auch noch 3 Washi-Tapes geschenkt bekommen. Die zeige ich euch jetzt nicht, vielleicht blende ich euch kurz ein Bild ein. Die habe ich nämlich probeweise auch aufgemacht und aufgeklebt, damit ich selber sehe, wie sie aussehen und ihr das auch nochmal zu zeigen, weil die waren ja gut verpackt. Ja, das kann ich euch mal einblenden. Und dann habe ich noch von meiner Schwester hier so ein sehr schönes Notizbuch bekommen. Die Papier, also von Rössler, die Papiermanufaktur seit 1937, gedruckt auf edlem Naturpapier, mineralölfreien Ökofarben, Ökostrom aus Wasserkraft. Und das ist so ein Punktraster-Notizheft. Ich glaube, das ist euch jetzt viel zu hell, um das erkennen zu können. Also es hat so ein Punktraster, ist geheftet. Ja. Und einfach ein schönes Notizbuch. Sie hat es als, ich kann mir, genau hier findest du Platz für all deine Gedanken zu all deinen Büchern. Was natürlich eine schöne Idee ist als Lesetagebuch. Allerdings habe ich ja eigentlich ein Lesetagebuch, in das ich noch nicht reinschreibe, weil ich noch meine ganzen alten Bücher das aufholen muss, die einzutragen und dadurch immer nicht up to date bin und naja, vergesst es. Ja, aber vielleicht benutze ich das für meine Gedanken während Leserunden. Weil da mache ich mir auch immer Notizen und das ist immer auf irgendwelchen Zetteln, die irgendwo rumfliegen. Und ich habe immer schon überlegt, ob ich das mal in irgendein Heft mache und so. Ja, vielleicht nehme ich dann jetzt das dafür. Weil ich bin immer so, dass ich in so schöne Notizhefte immer nicht reinschreibe, weil sie mir zu schade sind. Aber vielleicht, da sie ja explizit gesagt hat, dafür, vielleicht mache ich es dann auch. Also weil es nämlich sehr schön ist. Genau. Und dann habe ich, jetzt kommen wir zu den unbuchigen Sachen. Also das war jetzt Kategorie Buch in mit Goodies, so. Jetzt kommen auch noch 2 andere Kategorien. Und zwar, ich sag's gleich, falls es euch nicht interessiert, 2 Puzzle mit aber buchigen Motiven. Also doch irgendwie buchig. Und dann zeige ich euch noch Kerzen, die ich mir selber gekauft habe. Mit Geburtstagsgeld, sozusagen. Das erste habe ich bekommen von der lieben Hanna, mit der ich zusammen das Winterhaus gelesen habe, Band 1 und 2 und auch hier der Ozean am Ende der Straße. Und wir lesen jetzt auch den 2. Teil der Wintertrilogie zusammen. Jedenfalls war es letztes Jahr so, dass sie mir zum Geburtstag ihren Nordwärts-Buch vermacht hat und geschenkt hat hier Mathilda und die Bücherwandler, es heißt anders, aber ja, das habe ich euch schon vorgestellt, habe ich schon gelesen, da habe ich mich sehr, sehr gefreut und als ich sie damals gefragt habe, ja okay, wann hast du denn Geburtstag, sie hat Ende Januar, ich habe Anfang Februar. Also ich habe ganz knapp sozusagen zu spät herausgefunden, dass sie gerade erst Geburtstag hatte. Dieses Jahr habe ich es mir dann aber gemerkt und habe auch an ihren Geburtstag gedacht. Aber sie hat auch wieder an meinen gedacht. Und habe ich mich sehr gefreut. Diesmal habe ich kein Buch bekommen, sondern eben ein Puzzle, aber mit buchigem Motiv. Und zwar das da. Und das Coole ist, dass ich dieses Motiv tatsächlich auch schon mal, ich weiß gar nicht, wie ich das hier machen soll, damit ich sehe, ja, dass ich dieses Motiv auch schon auf meiner Puzzle-Wunschliste hatte, aber das wusste sie nicht. Also ich habe diese Wunschliste nirgendwo wirklich öffentlich gemacht, nicht, dass ich wüsste, aber sie hat in Vlogs und so auf Insta ja gesehen, dass ich auch gerne puzzle und hat wahrscheinlich einfach gedacht, das könnte doch was sein und hatte recht. Deswegen habe ich mich da sehr gefreut. Es gibt verschiedene Motive mit diesen verrückten Bücherregalen. Ich hatte auch mal überlegt, es gibt nämlich eins mit einem mit so Buchstaben in der Mitte und da gibt es eins mit dem Anfangsbuchstaben von meinem Sohn. Hatte ich überlegt, ob ich mir das kaufe, dass wenn ich das gepuzzelt habe, man das vielleicht bei ihm aufhängen könnte, weil ja sein Anfangsbuchstabe drin ist. War mir jetzt aber nicht so ganz sicher, weil ich das Motiv so fand.
Und das da gefällt mir zum Beispiel schon viel besser. Und ich mag ja so Wimmelbildpuzzle. Also ich kann mir nichts Ätzenderes vorstellen, als wie so ein Strandfotomotiv zu puzzeln, wo irgendwie 50% Wolken und Himmel sind und 50% hier Wasser und Strand, wo man einfach wie blöd immer nur versucht, ob irgendein Teil passt. Das macht mir überhaupt keinen Spaß. So, ich will puzzeln, weil ich so bestimmte Sachen suchen will. Ja, und dafür muss man halt was erkennen. Und deswegen mag ich bei Puzzeln so Wimmelbilder einfach total gern. Und die, die ich bisher gemacht habe und euch gezeigt habe, waren ja auch alle so in die Richtung. Und das hier ist halt auch einfach perfekt, weil dann irgendwo finde ich dann zum Beispiel hier unten so ein kleines Fenster auf dem Puzzleteil und kann dann auf dem Motiv suchen, ja, wo ist denn das, wo gehört das hin? Und es gibt so kleine Details zu entdecken, hier wie diese kleinen Viecher, die hier so auf diesem Buch liegen oder was hier auf einem Buchrücken steht oder. Ja, da sind einfach so ganz kleine süße Figuren drin oder hier auch so Titel von Büchern und so. Und das macht halt Spaß. Also das dann hier zu suchen oder zum Beispiel, wenn ich sage, ich bin jetzt hier in diesem Bereich und ich brauche noch dieses Teil, wo dieser kleine Elefantenkopf da, ihr seht es gar nicht, weil es so mini ist, ist. Und dann suche ich in den Teilen, wo halt so dieser Kopf ist und so. Das macht mir Spaß. Das macht mir Spaß und deswegen ist das ein super Motiv. Genau dafür. Ich habe jetzt eh nicht unbedingt die Bestrebungen, mir ein fertig gepuzzeltes Motiv irgendwo aufzuhängen. Schon allein, weil mein Mann sagt, Puzzle kommen nicht an die Wand. Ja, okay, er hat schon auch ein bisschen recht. Also bei uns jetzt. Aber im Kinderzimmer dachte ich, geht das ja vielleicht. Naja. Mal gucken. Aber ja, freue ich mich einfach wirklich sehr. Mal kein Buch und sondern. Und vor einer Weile habe ich ja auch von der lieben Melanie, aka Namudi, diese Puzzle-Sortierschalen bekommen, die mir auch dazu helfen könnten, ja, das Ganze ein bisschen besser zu sortieren und nicht irgendwelche Küchenschälchen dafür zu benutzen. Aber meine Zeit ist halt mittlerweile, also jetzt wird mein Kleiner wirklich mobil. Das heißt, ich kann auch Sachen nicht einfach mehr rumliegen lassen. Die werden dann gnadenlos abgeräumt und im schlimmsten Fall verschluckt. Deswegen muss ich, wenn ich das Puzzeln anfange, wirklich eigentlich die Sachen abends, wenn ich damit fertig bin, oder wenn ich ins Bett gehe, wegräumen, weil ich es einfach nicht liegen lassen kann, wenn er am nächsten Tag dann da rumstreunert. Das heißt, ich werde eben diese Puzzleschalen benutzen und werde mir vielleicht demnächst selber noch so eine Puzzlematte gönnen, wo man eben drauf das sortiert und dann einrollen kann und die Teile theoretisch an der Stelle bleiben, wo man sie hingelegt hat. Das werde ich sehen. Also, das wollte ich schon ewig machen. Habe ich nicht. Mache ich dann vielleicht jetzt mal. Und ich, mich juckt es schon seit. Also, mein Geburtstag ist jetzt irgendwie 2 Wochen her oder so. Und mich juckt es wirklich, anzufangen damit. Aber dann denke ich mir immer, nein, in der Zeit könntest du jetzt auch lesen, weil mit Lesen komme ich nämlich auch nicht so richtig voran. Oder ich bin einfach so geschafft, dass einfach gar nichts geht. Und ich mir eben denke, ja, du musst es ja dann irgendwie wieder wegräumen und deswegen habe ich noch nicht angefangen, weil einfach die Zeit dafür halt wirklich nicht so richtig da ist. Aber trotzdem, ich freue mich total und irgendwann wird das auch gemacht. Und vielleicht werde ich euch da dann auch einfach wieder in einem Vlog mitnehmen und euch den Prozess zeigen. Und dann habe ich mir, also das hatte ich mir jetzt nicht explizit von ihr gewünscht, sondern wurde überrascht und er hat gut getroffen. Und dann habe ich mir aber zum Glück eben nicht das, sondern ein anderes Motiv rausgesucht, was ich mir explizit gewünscht habe von Freunden. Die gleichen, die mir auch das andere Buch geschenkt haben. Also sehr gute Freunde. Ja, und ich habe noch ein buchiges Puzzlemotiv bekommen. Und zwar hier diese Ladenfront von dem Bücherladen. Das würde ich mir, glaube ich, tatsächlich vielleicht eher sogar aufhängen. Ja, und das hat zum Glück auch so Wimmelbildcharakter durch diese ganzen verschiedenen Bücher, die da abgebildet sind. Aber es gibt auch so ein paar Bereiche, wie hier oben das oder hier diesen Boden, der schon ein bisschen schwieriger wird, weil er sehr uniform ist. Aber hier gerade dieses Wimmelige, das macht mir dann schon Spaß. Und das würde ich vielleicht sogar noch ein Ticken eher aufhängen, wenn ich überhaupt ein Puzzle aufhängen würde, weil das jetzt, sage ich mal, so optisch noch ein Ticken besser meinen Geschmack trifft. Aber ich glaube, das andere könnte mehr Spaß machen, weil es da mehr Details zu entdecken gibt, also so während des Puzzleprozesses, ne? Hier zwar auch durch diese ganzen Buchmotive, hier sind so ganz viele alte Retro-Kinderbuchcover, aber halt keine deutschen Kinderbücher und dadurch kennt man nicht so viele davon. Also klar, hier ist der Zauberer von Oz und so, aber halt auch mit anderen Covern, als ich es sonst kenne.
Und das hier könnte schon auch tricky werden, also weil hier sind nämlich teilweise einfach so Buchrücken, die man gar nicht so richtig erkennt und alle in diesem Gelb durch das Licht. Also das wird schwieriger. Aber auch total hübsch und freue ich mich. Ja, und vereint so ein bisschen dieses Puzzle- und Lesethema. Genau. Habe ich nicht gesagt, das andere war jetzt von Ravensburger und das hier ist von Eurographics Puzzle. Beides 1000 Teile. Von meinem Mann habe ich auch etwas bekommen. Also erstens mal profitiere ich ja sowieso schon von seiner Technik für diese YouTube-Videos und so. Unter anderem von seinen Mikros. Und jetzt hat er mir ja, noch eins geschenkt, das ich aber vielleicht wahrscheinlich weniger für die Videos benutzen werde, aber zum Beispiel zum Streamen benutzen kann oder eben für meine Homeoffice Calls, die ich dann so zwischendurch habe, weil ich nehme einfach immer das Mikro von meinem, ja, von meinem Laptop und es passt eigentlich weitestgehend auch, also es hat sich noch keiner so richtig beschwert. Ja, und jetzt hat er mir aber ein sehr, sehr schönes, also das sieht auch einfach wirklich schön aus, Mikro noch geschenkt, also keine bezahlte Werbung. Ich werde das sowieso hier wahrscheinlich Werbung einblenden müssen, einfach zur Sicherheit. Ja, habe ich mich auch sehr gefreut. Habe fast das Gefühl, dass ich das gar nicht, nicht, dass ich das nicht wert bin, sondern dass die Anwendungen für so ein edles Teil vielleicht gar nicht gerechtfertigt sind, weil im Endeffekt haben wir auch nur was andere was davon, weil ich höre mich ja nicht übers Mikro. Aber habe mich sehr gefreut. Jetzt kommt noch Kerzen. Ich werde keine Kerzenvideos in dem Sinne machen. Ich bin bestimmt auch gar nicht gut. Ich bin mir relativ sicher, ich bin mir relativ sicher, ich bin nicht gut darin, Düfte zu beschreiben. Aber da in dieser Buch-Community und diese Kerzen-Community ja doch so ein bisschen miteinander verschmelzen oder so Überschneidungspunkte haben, werde ich das jetzt hier trotzdem einfach erwähnen und eben kein extra Video machen. Denn letztes Jahr habe ich euch nämlich auch, als ich euch meine Weihnachts- und Geburtstagsgeschenke gezeigt habe, habe ich euch auch gezeigt, dass ich Kerzen bekommen habe. Und ja, es ist auch einfach neu eingezogen im Februar. Und ich habe mich sehr darüber gefreut, auch wenn ich es mir selber gekauft habe vom Geburtstagsgeld. Deswegen möchte ich es einfach kurz erwähnen. Und ja, und ich weiß, einfach einige von euch ja, interessieren sich auch für Kerzen. Deswegen werde ich das hier anführen.